Erst sagen wir sind Sandy und Theresa. Theresa und Sandy. Filmst du schon? Filmt jetzt schon los? Der filmt jetzt bestimmt schon, oder? Hallo, ich bin Theresa. Und ich bin Sandy. Und weil ja in diesem Jahr Corona-bedingt einiges anders ist, haben wir uns überlegt, wir möchten euch die Landpartie ein bisschen digital näher bringen. Wir sind hier bei den Tremner Agrarprodukten, das ist im Havelland, in Ketzin. Und wir melken zurzeit 280 Kühe mit Nachzucht und wir haben noch ca. 1200 Hektar Land zu bewirtschaften. Und jetzt würden wir euch gerne mitnehmen auf einen kleinen Stalldurchgang. Und jetzt sind wir hier im Stall bei meinen besten Mitarbeiterinnen. Wenn ihr heute bei uns zu Besuch wärt, hätten wir euch auch erzählt, dass so eine Kuhzunge bis zu 30 cm lang sein kann und die Oberfläche so rau ist, damit die Nahrungspartikel daran hängen bleiben. Und auch, dass wenn sie auf der Weide sind, sie das Gras mit der Zunge umschlingen und es deswegen immer einige Zentimeter lang sein muss, damit sie es fressen können. Diese Herde hat etwa 32 Liter pro Kuh und gibt etwa 4% Fett mit 3,35% Eiweiß. Die Milch unterliegt ständigen Qualitätskontrollen. Diese umfasst einmal monatlich die Milchkontrolle und etwa sechsmal im Monat die Milchgüteprüfung. Und jetzt wollen wir euch mal zeigen, was auf dem Acker noch so los ist. Wenn ihr heute bei uns zu Besuch wärt, würden wir euch natürlich auch mit auf den Acker nehmen. Da blüht jetzt aktuell der Raps. Und der ist nicht nur sehr wertvoll wegen seiner Pfahlwurzel, weil er damit wunderbar den Boden durchlüftet, sondern auch, weil wir aus einem Hektar Raps Öl herstellen können, was zum Frittieren von 10.000 Kilogramm Pommes reicht. Aber Raps ist natürlich nicht die einzige Kultur, die wir hier anbauen. Wir bauen natürlich auch noch Weizen, Gerste und Roggen an. Und natürlich den Mais. Bei Mais wird darauf geachtet, welche Sorte wir nehmen, weil wir die natürlich für unsere Kühe zum Verfüttern benutzen. Und das schauen wir uns jetzt mal an im Silo hinten. Ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick verschaffen, damit ihr sehen könnt, wie abwechslungsreich und facettenreich der Beruf Landwirt ist. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch im nächsten Jahr wieder live begrüßen können. Und bis dahin zum Wohl!